Das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Stadtgespräch. Wir wollen uns heute über Hygiene unterhalten. Und wenn es um Hygiene geht, dann werden wir ja alle immer sehr leicht, sehr pingelig. Und gerade in Krankenhäusern, da ist der Kampf gegen Bakterien im Moment im vollen Gange. Und was man dagegen tut in den Krankenhäusern und was noch getan werden kann, darüber möchte ich mich mit meinen heutigen Gästen unterhalten. Ich begrüße ganz herzlich Frau Dr. Beatrice Grabbein. Sie sind klinische Mikrobiologin, haben also viel mit Dingen zu tun, die man eigentlich nur durchs Mikroskop erkennen kann und sind für die Sauberkeit in den Kliniken mitverantwortlich. Für die Krankenhaushygiene, was mit Sauberkeit nur, sagen wir mal, sehr unzureichend beschrieben wäre. Okay, das müssen wir natürlich gleich unbedingt vertiefen. Professor Dr. Walter Jauch, herzlich willkommen. Jawohl, Herz. Sie sind der Direktor im Klinikum der Münchner Universitäten und ich begrüße auch ganz herzlich Dr. Schweizer. Sie sind vom Referat der Gesundheit und Umwelt der Stadt München. Und um ein bisschen einzustimmen auf unser Gespräch, wollen wir uns einen Beitrag von Uwe Brückner angucken, der sich das Thema Hygiene einmal im Krankenhaus angeschaut hat. Schneller geht's nicht. Mit der Rohrpost kommen die Abstriche, Blut- und Speichelproben von den medizinischen Abteilungen hierher ins Nachbargebäude zu den Bakteriologen. Welche Keime sind am Werk? Und vor allen Dingen, mit welchen Antibiotika lassen sie sich bekämpfen? Oft geht es um Stunden. Die Detektivarbeit beginnt. Bakterien vermehren sich schnell. Hier werden sie klassifiziert und ausgebrütet bei 37 Grad. Hier im berühmten Pettenkofer-Institut in der bakteriologischen Abteilung werden die schädlichen Bakterienstämme identifiziert. Und hier sorgt man auch für die erforderlichen Schutzmaßnahmen. Hygiene hat oberste Priorität. Die multiresistenten Bakterien wurden lange Zeit unterschätzt. In den vergangenen Jahren war das Hauptaugenmerk auch der Öffentlichkeit auf Viren und Virusinfektionen gerichtet, SARS oder ähnliches. Aber wir sehen jetzt, dass also in den Krankenhäusern tatsächlich auch durch das Auftreten von multiresistenten Erregern sich das Bild etwas wandelt, dass wir natürlich dort auch im täglichen Leben eine größere Bedrohung auch durch solche Erreger erfahren und dass wir da halt auch gezielte Therapien durchführen müssen. Und hier im Keller zeigt man uns eine Schale mit den gefährlichsten Krankenhauskeimen. Schauen ist erlaubt, berühren nicht. Besonders die Krankenhaushygiene steht hier an erster Stelle. Immungeschwächte Patienten benötigen eine äußerst keimfreie Umgebung. Eine große Verantwortung. Wir sind auch dafür zuständig, das heißt, wir untersuchen zum Beispiel die Wasserproben im Haus, wir untersuchen Abstriche von nach Reinigung von Geräten zum Beispiel oder machen also auch Raumluftuntersuchungen in entsprechenden Bereichen, die kritisch sind. Manche Bakterien reagieren auch auf Farbe. Sie werden schnell erkannt. Andere Arten kommen auf die Kulturschale. Morgen früh wird man auch wissen, welches Gegenmittel wirkt. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung ändern sich die Resistenzen schnell. Immer neue Erregerstämme tauchen auf, in immer kürzeren Abständen. Professor Jauch, wird es auch deshalb immer gefährlicher mit den Keimen, weil wir keine Antibiotika mehr haben, die wir diesen Keimen entgegensetzen können, weil sie eigentlich gegen alles resistent werden? Also wir müssen davon ausgehen, in unserem Körper sind mehr Bakterien, als wir überhaupt Zellen besitzen im Körper. Und wir sind ständig besiedelt auf unserer Hautoberfläche. Jeder von uns trägt Bakterien mit sich herum. Und in Ländern, wo sehr viel Antibiotika genommen werden, da sind wir jetzt so ein bisschen im Mittelfeld. Wenn Sie nach Süden gehen, Griechenland, Italien, Spanien, die nehmen noch mehr Antibiotika. Oder wenn Sie in die Viehzucht gehen, wo die Tiere Antibiotika bekommen, da kommen diese Antibiotika in unserem Körper, die Bakterien mit den Antibiotika in Kontakt und entwickeln Abwehrmechanismen und werden dann resistent. Das heißt, sie sprechen auf Antibiotika nicht mehr an. Und viele unserer Patienten, die aus Altenheimen kommen, aus bestimmten Risikogruppen oder die schon aufgrund von Vorerkrankungen im Krankenhaus waren,
die haben dann unter Umständen solche resistente Keime. Und was sind das genau für Keime, wie, gegen die man im Moment so wenig unternehmen kann? Also im Prinzip ist es eine ganze Vielzahl von verschiedenen Mikroorganismen, die uns inzwischen durch Resistenzen Probleme machen. Einer, der inzwischen am bekanntesten geworden ist und der auch in der Politik jetzt sozusagen schon dazu geführt hat, dass bestimmte Konsequenzen gezogen worden sind, ist der methicillinresistente Staphylococcus aureus, kurz abgekürzt mit MRSA. Mhm. Aber inzwischen haben wir nicht mehr nur den MRSA als Problemerreger, sondern wir haben es auch zu tun mit den, vorhin gerade hat es geheißen, die nehmen Farbe an, und es gibt also eine Färbeverhalten, dass diese Erreger an den Tag legen, und die nennt man gramnegative Bakterien. Und weil sie so ein bisschen länglich geformt sind, nennen wir sie gramnegative Stäbchenbakterien. Und gerade unter diesen gramnegativen Stäbchenbakterien, die ganz normal zu unseren Darmbewohnern üblicherweise gehören, da haben sich inzwischen Antibiotikaresistenzen auch relativ weit verbreitet. Und mit all diesen Dingen sind wir konfrontiert und vor allen Dingen natürlich in unserem Bereich Krankenhaus konfrontiert, mhm, weil, wie Professor ja auch schon gesagt hat, wir natürlich in der Klinik insbesondere viele Patienten sehen, die von ihrem Abwehrsystem her geschwächt sind und die dann einfach anfälliger sind für Infektionen allgemein und damit auch anfälliger für diese Infektionen durch diese resistenten Erreger. Mhm. Herr Dr. Schweizer, Sie gehen durch die Münchner Krankenhäuser, schauen, wie da der Hygienezustand ist. Müssen Sie da nicht aber auch kapitulieren, wenn Sie von diesen ganzen Erregern hören, gegen die man eigentlich gar nichts machen kann? Oder wo liegt dann Ihre Hauptarbeit? Also meine Hauptarbeit ist nicht darin zu kapitulieren, sondern genau das Gegenteil zu machen. Nämlich zu schauen, dass wir aus der Situation, die wir im Augenblick bemerken, diese Risikosituation, dass wir hier eine Situation schaffen, indem wir diesem Erregerspektrum, dieser Verordnung von Antibiotika im vernünftigen Maße gerecht werden. Wir wissen um die Probleme, Professor Jauch hat es ja gesagt. Es ist nicht alleine die Antibiotika-Verordnung, es ist die Anwendung von Antibiotika in der Tiermast. Wir haben unterschiedliche Formen der Antibiotika-Verordnung im stationären Bereich, im ambulanten Bereich, dass es hier Bereiche gibt, in denen man die Antibiotika-Verordnung nochmal kritisch hinterfragen muss. Das ist auch Gegenstand unseres Tätigwerdens, nämlich im gemeinsamen Miteinander mit den Kliniken, mit den Niedergelassenen auf diese Risiken hinzuweisen und zu versuchen, Lösungsansätze zu finden. Also wir sind im Moment dabei, auch bei den Ärzten zu gucken, also bei den Hausärzten, die diese Antibiotika verschreiben. Müssten Sie aus Ihrer Klinikerfahrung nicht den Finger heben und sagen, da muss was getan werden, weil die Hausärzte zu schnell Antibiotika verschreiben? Es finden Aufklärungen statt und viele Informationen, dass Antibiotika gezielt eingesetzt werden sollen. Antibiotika sind keine Fiebermittel. Vielfach werden bei viralen Infekten, bei Virusinfekten, bringen Antibiotika nichts. Wenn man sie da zu schnell einsetzt, provoziert man auf längere Sicht gesehen bevölkerungsbezogene Resistenzen. Also gezielt einsetzen, wenn man wirklich einen strengen Verdacht hat auf Bakterien, und dann muss man es hochdosiert und in der richtigen Zeitdauer, also 5 bis 7 Tage mindestens einsetzen. Nicht langfristig, nicht dauerhaft, das sind Fehler, nicht wenn Virusinfektionen dahinter stecken. Da findet viel Aufklärung statt. Könnte man aber sagen, dass deutsche Hausärzte zu schnell diese Mittel verschreiben, Antibiotika? Also dazu möchte ich mich nicht durchringen. Das mag im Einzelfall mal der Fall sein. Mhm. Aber ich glaube, wenn man das international vergleicht, sind wir in einem Mittelfeld. Sicherlich nicht spitzenmäßig, mhm, weder in der Zurückhaltung noch im Verbrauch, sondern irgendwo im Mittelfeld. In der Hygiene im Krankenhaus, da heißt es ja nun auch, dass viel getan werden muss, weil der eine oder andere dieses Thema vielleicht nicht so ernst nimmt, wie es ernst genommen werden muss. Inwieweit ist das Krankenhauspersonal sensibilisiert bei diesem Thema? Also es ist sicher sensibilisiert und es ist in den letzten Jahren deutlich mehr sensibilisiert worden. Die Schwierigkeit ist manchmal so im täglichen ganz normalen Arbeitsablauf,
sich das immer bewusst zu machen und immer dran zu denken und immer die entsprechenden Präventionsmaßnahmen. Nichts anderes ist es. Wir haben wenig therapeutische Optionen bei vielen Erregern, also müssen wir versuchen zu verhindern, dass der Patient überhaupt eine Infektion durch diesen Erreger bekommt oder mit diesem Erreger besiedelt wird. Also diese ganzen Präventionsmaßnahmen dauernd im Arbeitsablauf immer einzubauen und immer drüber dran zu denken, dass das jetzt in dem Moment essentiell ist, ist nicht so einfach. Und das ist auch unsere Aufgabe, darauf ständig hinzuweisen und die Leute zu schulen und sie auf diesen Komplex, der da sozusagen zusammenarbeiten muss, auch immer wieder hinzuweisen. Wenn Sie so durch die Krankenhäuser gehen, Herr Dr. Schweizer, und sich das anhören, was Frau Grabein gerade sagt, dass man eben die Leute darauf hinweisen muss, dass sie sich die Hände waschen und dass sie eben sorgfältig ihren Tagesablauf im Krankenhaus gestalten. Und auf der anderen Seite aber auch diesen Druck, der bei Krankenschwestern und bei Ärzten immer mehr entsteht, aufgrund der Tatsache, dass es eben immer weniger Personal und immer mehr Anforderungen gibt, ist diese Schere irgendwie in Zukunft kleiner zu kriegen? Oder sehen Sie, dass sich diese Schere noch weiter auseinanderdriftet? Ich denke, bei unseren Überprüfungen vor Ort, das sind im Prinzip drei klassische Punkte, die wir feststellen. Das sind ja letztendlich die Ansatzpunkte, an denen wir versuchen, hier die Hygiene letztendlich in der Form festzumachen, dass sie praktikabel ist. Das eine, was stellen wir fest, das ist ein Mangel an Wissen. Es gibt Situationen, wo Wissen generiert und mitgeteilt werden muss. Mangel an Wissen bei wem? Mangel an Wissen beim Personal, sowohl Pflegebereich, ärztlicher Bereich, egal ob niedergelassen oder andere Angehörige der Heilberufe. Das ist ein Wissen. Die Vielzahl an Verordnungen, an Literatur, an neuen gesetzlichen Regelungen, die führt dazu, dass wenn man noch, sagen wir mal, vernünftig arbeiten, seiner Arbeit auch nachkommen will, wenn man häufig gar nicht die Zeit hat, sich in dieses Spezialwissen, in diese einzelnen Details hier zu vertiefen. Aber das Wissen ist das eine. Der zweite Punkt ist die Fragestellung, wie können wir denn Wissen vermitteln? Wissen muss so vermittelt werden, dass es nachhaltig verinnerlicht wird. Und der dritte Punkt ist mit ein entscheidender Punkt, dass wir also schauen, wenn Wissen vorhanden ist, bedeutet es ja nicht gleichzeitig, dass Wissen umgesetzt wird. Dass also Wissen in der Tat umgesetzt wird. Darf ich da mal einhalten? Ja. Und Herr Professor, ja, auch Sie sind ja derjenige, der täglich sozusagen mit diesen drei Punkten hantieren muss. Ich will mal ein Beispiel nennen. Also, das ist ein absolut Top-Thema, dem wir uns auch widmen. Auf der einen Seite haben wir interne Standards, die bei uns im Intranet, also im EDV-mäßig verfügbar sind, wo der Arzt sozusagen drücken kann, die und die Erkrankung, Gallenblasenentzündung, Dickdarmentzündung, welches Antibiotikum, in welcher Dosierung, wie lange. Aber wir leben ja alle in einer Welt mit Informationsüberflutung und wir stehen auch im Krankenhaus fest. Die meisten Häuser haben schon solche Informationssysteme. Wir haben das dank Frau Grabein, wir evaluieren das, wir aktualisieren das, aber das reicht heute nicht mehr aus, weil mit der Informationsüberflutung ein gewisser Wissensstand, da kapitulieren die Leute, weil sie sich nicht ständig neu informieren. Und wir haben festgestellt, was extrem wichtig ist, Visiten zu machen, sei es von der Apotheke, sei es von der Klinikhygiene, um dann am Einzelfall die Leute immer mal wieder sozusagen am Schlawittchen zu packen. Und hier wurde ein Antibiotikum eingesetzt, da hätte ein älteres Antibiotikum getan und nicht das Neueste, wo man dann schneller wieder gegen neue Antibiotikaresistenzen vermittelt. Ich glaube, wir sind heute in einer Situation, wo wir wirklich, und zwar Ärzten genauso wie Schwestern, und also ganz besonders Ärzte, würde ich sagen, immer wieder die Information direkt am Mann anbringen müssen, bei Visiten auf Station, die reine Information über Internet, über Briefe und Ähnliches, das wird nicht mehr selektiv genug aufgenommen. Wenn ich da noch was dazu sagen darf, und zwar, ich glaube, da würden Sie mir auch zustimmen. Wir bewegen uns im Bereich der Hygiene zum Teil aufgrund der mangelnden Personalressourcen in einem Bereich, wo wir sagen müssen, wir verstehen Hygiene, wir haben die Theorie, wir haben alles. Es fehlt uns aber an den Leuten, das Ganze umzusetzen. Wenn man sich die mangelnden Personalressourcen sowohl im ärztlichen Bereich als auch im pflegerischen Bereich anschaut, tun wir uns manchmal auch wirklich schwer,
strikte Hygiene zu fordern, weil uns klar ist, dass eine Krankenschwester, die vielleicht mit 40 Patienten beschäftigt ist, alleine, nicht in der Lage ist, alle Hygienevorgaben so umzusetzen, wie es notwendig ist. Da stehen andere Dinge im Vordergrund. Und man darf nie vergessen, wie jede Theorie, ja, braucht es hier eine Praxis. Eine Praxis kann aber nur leben oder umgesetzt werden, wenn Ressourcen vorhanden sind. Und es ist nachgewiesenermaßen auch in Studien, dass also mangelnde Personalressourcen, Stress, Überforderung letztendlich dazu führen, dass die wichtigen Dinge, die essentiell wichtigen Dinge der Hygiene nicht umgesetzt werden können. Mal eine Frage, also in der Bäckerei zum Beispiel, wenn da die Bäcker morgens reinkommen, dann laufen sie automatisch durch eine Maschine mit ihren Schuhen durch, dann werden die Schuhe gereinigt und dann müssen sie auch, um da reinzukommen, durch einen Tunnel greifen und dadurch werden die Hände desinfiziert. Kann man sowas auch im Krankenhaus in irgendeiner Weise einsetzen, dass also das überbelastete Personal nicht laufend sozusagen darüber nachdenken muss, sondern sozusagen automatisch desinfiziert wird, um es mal laienhaft zu sagen, durch irgendwelche Mechanismen, die man einbaut? Ich stelle es mir schwierig vor. Das liegt aber daran, dass jetzt das Krankenhauspersonal natürlich nicht primär nur einer Desinfektionsmaßnahme sich unterziehen muss, wenn es das Krankenhaus betritt oder das Zimmer wieder verlässt, sondern das sind im Prinzip in dem normalen Arbeitsablauf, den jede Ärztin, jeder Arzt oder vor allen Dingen jede Pflegekraft am Patienten durchführt, muss das ja ständig eingebaut sein. Und das Einzige, was da hilft, ist, wenn das zumindest in der erreichbaren Nähe ist, sodass man keine Mühe hat, sich die Händedesinfektionslösung zu holen oder irgendwie, sondern da wirklich direkt drankommt. Aber jetzt ein automatisiertes Verfahren, wo man sagt, bingo, jetzt musst du wieder. Das ist so häufig der Fall im Prinzip im Arbeitsablauf und die Arbeitsabläufe sind so verschieden, dass ich da jetzt, sagen wir mal, zumindest in meiner Vorstellung Schwierigkeiten hätte, das technisch irgendwie realisiert zu sehen. Aber wenn jemand da eine super Idee hat, dann nur her damit. Also der Zusammenhang, den Herr Schweizer hergestellt hat mit der Arbeitsdichte oder Personalengpass, das rührt ja daher, nicht die Schwestern oder Ärzte bringen die Keime von zu Hause mit, sondern es ist der Gefahrpunkt, dass sie sie von einem Patient auf den anderen übertragen. Und beim einen Patient haben die Keime noch gar keine krankheitsmachende Wirkung. Beim nächsten Patienten, der vielleicht mehr abwehrgeschwächt ist, da schlagen die Keime dann zu. Und darum gilt es nach jedem Patientenkontakt Hände desinfizieren, waschen. Und wenn die Arbeitsverdichtung zu groß wird, dann besteht die Gefahr eben häufiger, dass dieser Mechanismus nicht automatisch eingehalten wird. Professor Jauch sagt ja den wesentlichen Part, das wissen wir seit dem Semmelweis. Eine der wesentlichen Maßnahmen, Infektionsprophylaxe oder Verhinderung zu betreiben, ist die Händedesinfektion. Es ist manchmal gerne der Wunsch da. Es gibt ja verschiedene Punkte, wo man sagt, man kann Hygieneverhalten bahnen. Das sind die baulich-funktionellen Aspekte, die man hat durch Anlage von bestimmten, meinetwegen OP-Abteilungen, wo die Wegeführung ist, durch technische Hilfestellungen. Nur, man muss da aufpassen. Erstens ist der Mensch keine Maschine, die nicht validierbar ist. Sonst würden ja Basishygienemaßnahmen, wie wir es bezeichnen, ja greifen. Auf der anderen Seite kann es passieren, dass man sich in falscher Sicherheit wiegt. Ja? Es gibt diese technischen Voraussetzungen und ich kann mich zurücknehmen. Es macht ja alles die Maschine. Aber die Hygiene muss meines Erachtens mit der Ratio, also mit dem Gehirn mitlaufen. Und ein wichtig entscheidender Punkt oder ein Anliegen, ich glaube, da sind wir uns alle irgendwo einig, Hygiene muss von Anfang an, mit Beginn der Ausbildung, als etwas Selbstverständliches mit einfließen, über das man gar nicht mehr reden muss. Die Situation, die wir jetzt hier antreffen, auch aufgrund der gesetzlichen Veränderungen, sind das, wir schulen die Leute immer im Nachhinein. Das sind quasi Nachschulungen. Die Zielstellungen, und deswegen keine Kapitulation, sondern der Versuch, nach vorne zu gehen, die Zielstellung muss sein, von Anfang an Hygiene zu etwas werden zu lassen, das in Fleisch und Blut übergeht, wie wenn sie einen operativen Eingriff durchführen und sie bestimmen die Blutgerinnung. Ganz wichtig, da zweifelt keiner dran. Ja? Und genauso muss es mit der Hygiene sein. Dass das, einfach das Beste ist bei den Studenten, so ist es. Die müssen Handschuhe anziehen, desinfizieren und dann machen sie einen Abklatsch der Hand und sehen, haben sie sich richtig gewaschen oder nicht. Und manche sind ganz erstaunt, wenn sie so einen Handabdruck sehen
und dann schauen, was da noch an Bakterien ist. Oder vor Desinfektion und nach Desinfektion. Man muss das den drastisch vor Augen führen, dass sie es erleben, weil dann internalisieren sie es auch, dann nehmen sie es sich vor. Nur zu dozieren, das bringt die Leute nicht zum... Aber wir haben mit den Studenten haben wir momentan ein Problem. Der Zeitpunkt, zu dem wir das machen, ist zu früh. Das heißt, da sind die eigentlich noch in einer Phase ihres Studiums, wo sie noch wenig am Patienten arbeiten und wo sie im Prinzip, wo ihnen das Verständnis teilweise noch ein bisschen fehlt für die Wesentlichkeit dieser Maßnahmen. Und wir haben uns vorher mal kurz unterhalten über Verantwortung in der Hygiene. Und ich habe so ein bisschen manchmal den Eindruck, dass durch die Tatsache, dass die Hygiene ja jetzt mehr professionalisiert wird, es wird mehr Hygienefachpersonal eingestellt, Krankenhaushygieniker haben einen höheren Stellenwert. Aber im Grunde ist die Hygiene etwas, wofür jeder Einzelne für sich selbst verantwortlich ist. Und diese Verantwortung, die muss man den Leuten auch bewusst machen, dass das tatsächlich nicht etwas ist, was jetzt die Wanne ihnen abnehmen kann, durch die sie laufen, sondern jeder muss quasi bereit sein, diese Verantwortung für das, was er selber macht, auch zu übernehmen und muss diese Art von Verantwortung einbauen in seinen Arbeitsablauf. Und dann denkt er auch viel häufiger dran, hoppla, jetzt müsste ich ja da noch mal präventiv tätig werden. Klar, wenn man sich aber überlegt, wer alles durchs Krankenhaus durchgeht, also wenn ich mir einen Operationssaal vorstelle, wo dann auch Reinigungspersonal durchläuft, die müssen ja auch alles richtig machen, nicht? Und dann sind es noch die Krankenschwestern. Das ist natürlich eine hohe Verantwortung für jeden Einzelnen, der im Krankenhausbereich tätig ist. Klar wäre es schön, wenn man da immer an jeden persönlich appellieren kann, du bist verantwortlich, aber wir suchen natürlich immer noch mal eine bessere Variante. Und da stellt sich für mich die Frage, wenn man nicht alle haben ja das Glück, ein Einzelzimmer im Krankenhaus zu kriegen. Wenn man jetzt in einem Dreibettzimmer liegt, Herr Professor Jauch, wie stimmen Sie das ab, wer da mit wem zusammenliegen kann? Und wenn da einer weniger Abwehrkräfte hat und einer hochinfiziert ist, das ist jetzt mal ein Extrem, die würden Sie ja nicht in ein Zimmer legen. Also wir haben natürlich die klare Vorgabe, dass immungeschwächte Patienten nach Chemotherapie, nach akuter Chemotherapie, Knochenmarktransplantation, Organtransplantation, die sind isoliert für sich. Die können nicht mit anderen Patienten zusammenkommen. Dann gibt es Patienten, die Implantate bekommen, Hüftprothesen oder Ähnliches. Die dürfen auch nicht mit Patienten zusammenliegen, die jetzt an einer Infektion erkrankt sind oder an sowas operiert werden oder so ähnlich. Und als drittes Beispiel gibt es natürlich die Vorgaben, dass bei Risikopatienten sozusagen primär ein Abstrich entnommen wird, um zu schauen, ob sie resistente Keime haben. Und die Patienten unter Umständen primär mal isoliert bleiben, bis man ein negatives Ergebnis hat. Das machen wir nicht so konsequent wie die Holländer. Wenn Sie als deutscher Patient nach Holland kommen, sind Sie erstmal in einem Isolierzimmer, bis ein negativer Abstrich da ist. Diese Möglichkeit wird bei uns noch nicht wahrgenommen, sondern wir definieren ein Risikopatientenprofil. Bei den Patienten wird ein Abstrich genommen und das Ergebnis abgewartet. Herr Professor Jauch, ich finde das aber trotzdem sehr interessant, dass Sie schon feststellen, dass es andere Länder gibt, bei denen die Hygienemaßnahmen andere sind als bei uns. Und genau darüber, liebe Zuschauer, wollen wir sprechen, wenn wir zurückkommen. Ja, liebe Zuschauer, wir unterhalten uns über Hygiene, speziell Hygiene in Krankenhäusern. Wir sind alle sensibilisiert worden. In den letzten Wochen und Monaten hat man immer wieder von dem einen oder anderen Skandal gehört. Und nun gibt es eben viele Experten, die sich Gedanken machen, wie kann man es verhindern, dass Keime von einem Patienten auf den anderen übergehen. Und Professor Jauch, Sie hatten gerade erwähnt, dass in Holland zum Beispiel die Hygienemaßnahmen sehr viel intensiver sind. Warum, wenn man das weiß, machen wir das in Deutschland nicht genauso? Also in Holland wird sehr viel Wert auf Prävention gelegt. Da fließen auch viel Mittel rein. Das betrifft übrigens nicht nur die Hygiene, sondern auch andere Bereiche im Gesundheitswesen. Und wir sind eher der Typus Mensch, der dann, wenn das Kind ins Wasser gefallen ist, sozusagen die Mittel herausholt. Und die Ressourcen sind natürlich viel aufwendiger, primär wenn dann nachher alles bezahlt wird, was eine Infektion kostet. Nur für die Prävention haben wir
primär nicht die Ressourcen, die man bräuchte, um so ein System wie in Holland durchzuführen. Aber könnte man anhand eines Beispiels nicht eben zeigen, dass wenn man in der Prävention mehr investiert, dass man dann in der Nachbearbeitung, sage ich mal, nicht so viele Probleme hat? Also es gibt jetzt eine Region, benachbart zu Holland, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, die das erproben für Deutschland unter deutschen Bedingungen. Und wir machen auch Pilotprojekte mit Kassen, wo wir ähnliche Dinge umsetzen wollen, weil jeder vernünftige Mensch wird auch sagen, ich sorge vor und das ist schon auch unser Ansatz. Nur in der Breite können wir uns derzeit nicht leisten. Welche Sensibilität stellen Sie bei den Patienten fest, bevor sie zu Ihnen kommen? Also wir erleben jetzt seit einiger Zeit tatsächlich, dass Patienten sich im Vorfeld, bevor sie in die Klinik kommen, informieren, wie sieht das denn aus mit der Infektionsprävention in der Klinik, wie sieht das aus mit der Hygienestruktur in der Klinik. Und ich denke, dass das teilweise auch wirklich einen Einfluss hat dann auf die Entscheidung, in welche Klinik sich der Patient begibt, wenn es denn eine Situation ist, wo er diese Wahl hat. Mhm. Also das ist neu seit, ich würde mal sagen, so vielleicht anderthalb, zwei Jahren. Also würden Sie sagen, dass das auch in den Wettbewerb bei den Kliniken untereinander dann irgendwann auch mal eine Rolle spielt, wo der Patient dann eben hingeht? Möglicherweise spielt das irgendwann auch mal eine Rolle für den Wettbewerb, wobei das, glaube ich, sehr schwierig ist, da unter dem Aspekt jetzt Wettbewerb zu sagen, weil die Kliniken natürlich ganz unterschiedliche Strukturen haben, auch ganz unterschiedliche Patienten, ganz unterschiedliches Patientenklientel haben. Also insofern ist es schwierig, da jetzt zu sagen, einen direkten Vergleich zwischen den Krankenhäusern machen zu wollen. Das ist sicher in dem Zusammenhang eher, sagen wir mal, zurückhaltend zu bewerten, dass das funktioniert. Herr Dr. Schweitzer, ich würde gerne das von Ihnen nochmal aufgreifen, was Sie vorhin gesagt haben, dass man eben frühzeitig bei den Medizinern, bei den Krankenschwestern mit der Ausbildung, mit der Hygieneausbildung beginnen soll. Ich habe da mal so rumgeguckt und irgendwie, also Hygiene in der medizinischen Ausbildung als Fach gibt es ja eigentlich gar nicht, ne? Also so ein Hygiene-Lehrstuhl oder sowas habe ich nicht erkannt. Da haben Sie die richtige Erkenntnis. Also über Jahre hinweg ist jetzt aber hier gesprochen auf die Gesamtbundesrepublik, hier sind die Institute für Hygiene oder die Lehrstühle abgebaut worden. Das hat zugunsten der Mikrobiologie primär stattgefunden. Die Erkenntnis der Notwendigkeit der Hygiene an sich, aber die Hygiene geht über die Infektionshygiene darüber hinaus. Es gibt auch noch die Umwelthygiene, die ist etwas reduzierter. Deswegen hat die Stadt München versucht, hier bei den medizinischen Fakultäten hier in der Stadt München, Münchenstadt vom Herrn Pettenkofer, ja, einen derjenigen, der also quasi Hygiene als Exportschlager nach draußen transferiert hat. Genau, der hat unsere gesamte Kanalisation in der Stadt aufgebaut. Das ist Umwelthygiene, ist aber letztendlich auch Infektionshygiene, Prävention. Hier waren wir Vorsteller bei den Unikliniken. Der Punkt, dass es keine Hygiene gäbe in den Unis, kann man so nicht sagen. Hygiene ist halt ein kleines Fach, das untergeht, wird fast so sagen, oder inkorporiert wird im ökologischen Stoffgebiet. Aber wenn man sich die Herausforderungen anschaut, der künftigen Jahre, das ist die Demografie, sind die Antibiotika, dann muss man sagen, Hygiene wird mit Sicherheit ein elementarer Bestandteil sein werden, auf den hier die Maßnahmen, die Strategien für künftige Herausforderungen bauen müssen. Und Hygiene ist Umwelthygiene und Infektionshygiene mit. Und wir brauchen, wenn wir schon immer über Finanzen reden, wir brauchen in der Hygiene Maßnahmen, Strategien, die begründbar sind, die wissenschaftlich abgefedert sind. Das heißt, Hygiene muss universitär etabliert werden. Wenn man sich die Beispiele anschaut, ich bin jetzt auch gleich fertig, der Infektionshygiene, Krankenhaushygiene. Nehmen wir mal doch andere Beispiele der Hygiene. Nehmen wir die Gänsefüßchen verseuchten Erdbeeren, nehmen wir die Sojasprossen, nehmen wir die Ausbrüche Legionellen in Ulm. Das ist Hygiene, das ist Umwelthygiene. Hygiene in dem Sinne, über die Infektionshygiene in Krankenhäusern hinausgehen, ist ein Thema,
ist unseres Erachtens universitär verankert und aufgegriffen werden sollte. Ja. Was so den Laien wie mich verwundert hat, ist, als wir mal so einen Hygieneskandal hier hatten und man darüber gesprochen hat, dass also medizinisches Gerät nicht hundertprozentig sterilisiert worden ist. Da fragt man sich natürlich, also wenn wir so einen Q-Tip benutzen oder irgendwie so was für die Zähne, das benutzen wir dann auch nur einmal und schmeißen es weg. Warum hat sich das bei der Medizin nicht weiter so eingebürgert? Dann könnte man ja gleich sozusagen einen großen Infektionsherd ausschließen, wenn man mehr zu Einweg... Es gibt bestimmte Bereiche, da ist der Trend ganz klar zu Einweggeräten, bis hin zum Operationsbereich in manchen Gebieten. Aber bei vielen Operationen verwenden wir ja ganz hochpräzises, teures Werkzeug. Da bestimmt angefangen von einfachen Scheren, die sind handgeschliffen, die sind wirklich im Einzelstück präpariert. Dann gibt es Spezialscheren, die kosten bis 200-300 €. Sie können für eine OP nicht sozusagen ein komplettes Einmalset machen. Das machen wir bei einer einfachen Wundversorgung. Also da können Sie das abbilden. Ich glaube aber auch, dass wir heute bei den Sterilisationsmaßnahmen, wenn die entsprechend zertifiziert sind, durchaus eine absolute Sicherheit bieten können. Der Skandal, der in München war, das beruhte ja nicht unbedingt jetzt auf Bakterien und Infektionen, sondern es war schlecht vorbereitetes oder eher nicht im Sinn von mikrobiologisch, sondern von Sauberkeit, dass irgendwelche Blutreste oder sowas vor waren. Das weist natürlich auf unzureichende Durchführung hin, aber noch nicht auf Infektionsrisiko. Wo würden Sie sagen, ist es sozusagen am spannendsten im Krankenhausbetrieb? Wo ist Hygiene am meisten angesagt und wenn sie nicht durchgeführt wird, am gefährlichsten für den Patienten? Also ich würde mal grundsätzlich sagen, zwar überall, aber es gibt natürlich schon Hochrisikobereiche. Und die Hochrisikobereiche sind zum einen die Operationssäle, weil dort Körperhöhlen eröffnet werden, die normalerweise nicht frei zugänglich sind. Und damit ist natürlich die potenzielle Gefahr, dass da Mikroorganismen direkt eingetragen werden, eine gigantische für den Patienten, was die Konsequenzen angeht. Auf der anderen Seite haben wir aber auch andere Hochrisikobereiche wie unsere Intensivstationen. Und zwar für alle Altersgruppen, also angefangen von den ganz kleinen, frühgeborenen Intensivstationen, aber auch über die Erwachsenenintensivstationen bis hin zu den Stationen, wo wir unsere ganz massiv abwehrgeschwächten Patienten behandeln. Also die Patienten, die eine Knochenmarktransplantation bekommen haben in der Phase kurz davor und danach, wo die quasi überhaupt keine eigene Abwehr haben. Das sind so, denke ich, die primären wirklichen Hochrisikobereiche im Krankenhaus. Wenn man das so als Patient hört, dann fühlt man sich ein bisschen machtlos. Man hat so das Gefühl, man kann nicht viel tun. Was kann man denn als Patient tun, wenn man ins Krankenhaus kommt, um sich zu schützen? Also als Patient selber kann man sich natürlich auch entsprechend hygienisch verhalten. Man kann sich auch an die Maßnahmen halten, die einem vermittelt werden, dass sie wichtig sind. Also wir desinfizieren uns ja nicht nur als medizinisches Personal die Hände, sondern wir fordern in diesen Risikobereichen auch die Besucher der Patienten auf, das genauso zu tun. Teilweise auch die Patienten, sich selbst zu schützen, indem sie zum Beispiel einen Mund-Nasen-Schutz tragen oder einen Schutzkittel überziehen, wenn sie ihren Bereich, ihr Zimmer, ihre Station verlassen. Das sind, glaube ich, Dinge, die der Patient selber dazu beitragen kann. Eine gesunde Lebensführung ist immer etwas, was dem Patienten auch hilft, sich vor Infektionen zu schützen oder eben auch hygienische Maßnahmen wie ein Duschen direkt vor einem operativen Eingriff, wo man auch noch mal versucht, die Haut vorzubereiten auf diese Art und Weise. All das sind Dinge, wo der Patient selber Einfluss nehmen kann. Und der Patient kann auch Einfluss nehmen, indem er beobachtet, was so hygienisch um ihn herum vorgeht und auch, was vorhin der Herr Schweizer schon mal gesagt hat, die Leute auch anspricht. Nach dem Motto, jetzt habe ich aber doch gerade gesehen, dass Sie sich die Hände nicht desinfiziert haben. Das hätten Sie doch aber jetzt vielleicht in dem Fall tun sollen. Dass man das ruhig dass mal der Schwester ruhig mal, sagt. Genau, oder dem Arzt oder der Ärztin. Also das ist durchaus sinnvoll. Herr Dr. Schweiz, wo würden Sie denn sagen, hat es in den letzten Jahren die meisten Verbesserungen gegeben? Also wo ist deutlich was passiert, wo man sagen kann, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht in Bezug auf bessere Hygiene? Wo haben wir uns verbessert? Also wir haben uns in vielen Bereichen verbessert. Dem Ganzen aber eigentlich geschuldet den sogenannten Hygieneskandalen, die
ob Bremen, ob Berlin, ob München, Fulda, überall irgendwo passiert sind. Es ist traurig, wenn man sagen muss, dass fast jeder Hygieneskandal letztendlich der Hygiene einen Vorschub gibt. Die Abläufe sind immer die gleichen, die Aufarbeitung meistens auch das Gleiche. Wobei wir sagen, dass wir mit dieser Art der Aufbereitung häufig nicht einverstanden sind. Die Abläufe ist das Gleiche, es wird nach Schuldigen gesucht, es werden Personen diskreditiert, ob im Pflegepersonal, im ärztlichen Personal. Es ist der Ruf nach dem Gesetzgeber und es wird wieder eine Verordnung oder ein Gesetz herausgegeben, das zwar jetzt Rahmenbedingungen schafft, letztendlich aber manchmal die Bedarfe einfordert, die im Angebot nicht vorhanden sind. Mhm. Wir haben uns verbessert in der Sensibilisierung. Das ist unheimlich wichtig. In der Sensibilisierung der Ärzteschaft, der Pflegekräfte, auch des Patienten. Das ist gut. Jetzt geht es aber darum, wie auch Frau Kollegin Grauwein gesagt hat, mit Einforderung eine dieser Maßnahmen, nämlich hygienequalifiziertes Personal in den Einrichtungen drinnen, ist aber nicht die Intention gewesen, dass man sagt, jetzt haben wir jemanden in den Kliniken, die sind verantwortlich für die Hygiene und wir brauchen uns nicht mehr kümmern. An was wir arbeiten müssen, ist meines Erachtens eben die Erkenntnis, dass Hygiene Aufgabe aller ist, einschließlich des Patienten. Ich muss einmal noch eine andere Frage stellen, weil wir sprechen über Menschen, aber das Ganze spielt sich ja auch in Gebäuden ab. Und jetzt behauptet der eine oder andere, so ein Krankenhaus ist eigentlich nach 40 Jahren, vielleicht sind es 50 Jahre, vielleicht sind es 60 Jahre, aber nach einer gewissen Anzahl von Jahrzehnten durchseucht und ist dann nicht mehr zu gebrauchen. Inwieweit ist dieses provozierende Argument in Ihren Augen stichhaltig? Also wir wissen von Untersuchungen heute, ich habe das letztes Jahr bei einem Besuch in Chicago mit Daten gesehen, wie schnell ein Krankenhaus innerhalb von Wochen mit den normalen Keimen besiedelt wird. Von Besuchern, von Patienten, von Mitarbeitern. Und die Infektionen kommen jetzt nicht aus dem alten Haus. Wir wissen von Häusern in England oder in Entwicklungsländern, unter welchen Bedingungen dort Hochleistungsmedizin ohne Infektion betrieben wird. Also dem Gebäude an für sich würde ich nicht die wesentliche Schuld zuschieben. Wir haben ein Problem, das gibt es immer wieder, das sind Wasserleitungen, stehende Wassersäulen. Wenn Sie einmal Legionellen in einem Wassersystem drin haben von Legionärskrankheit und Sie haben stillgelegte Wasserleitungen, dann bekommen Sie die schwer raus. Sie müssen also immer das Wasser laufen lassen, bevor Sie irgendwie ein Wasser verwenden, brauchen dort eventuell Filter oder Ähnliches. Aber ein Gebäude, wenn Sie jetzt auf Großhadern anspielen, weil das 40 Jahre alt ist, ist kein Argument aus Hygienegründen, das sozusagen zu erneuern. Das würde ich nicht so sehen. Was wir aber schon sehen, ist natürlich wichtig im Bewusstsein, eine Klinik heute mit hellen Farben, möglichst mit Weiß, sozusagen Sauberkeit und Hygienebewusstsein, das kann sich schon gegenseitig stimulieren. Und das Bewusstsein ist ja ganz wichtig, dass man das immer wieder sozusagen in die Köpfe bringt, um dann das Verhalten auch entsprechend positiv zu gestalten. Wie würden Sie denn reagieren, wenn einer mit dem Zeigefinger kommt und sagt, also vielleicht schaffen wir es durch Gesetze, dass man also, dass die Gesetzeslage verschärft werden muss, dass dann in den Krankenhäusern mehr noch drauf geachtet wird auf hygienische Maßnahmen? Also ich glaube, es hat ja jetzt durch die Infektionsschutzgesetzänderung und durch die Umsetzung auf der Landesebene, durch die Landeshygieneverordnungen, ausreichend gesetzlichen Hintergrund. Und jetzt gilt es, diese Anforderungen, die da sind und die durchaus auch sinnvoll und vernünftig sind, mit Leben zu füllen. Und da, glaube ich, hilft uns ein weiteres Gesetz oder eine weitere Verordnung nicht weiter in dem Zusammenhang. Sondern jetzt geht es darum, die Dinge, die von der Basis her geregelt sind, auch tatsächlich umzusetzen und in die Praxis umzusetzen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir mit den derzeit gesetzlichen Grundlagen, glaube ich, ausreichend Regelungen, um damit arbeiten zu können. Da haben wir nicht mehr Bedarf jetzt an Gesetzen. Uns würden ja die Fachkräfte fehlen. Wir haben ja gar nicht so viel ausgebildete Fachkräfte. Und ganz wichtig ist auch für viele Kliniken, dass die jetzt nicht nur einfach Personal einstellen, das dann irgendwelche Statistiken oder Abstriche macht, genau, sondern wirklich
Und da ist Führung gefordert. Da sind auch die Vorstände, Stationsleitungen, Klinikdirektoren, da sind alle gefordert. Das muss man leben. Also das Fachpersonal, das muss in Interaktion treten, um hier wirklich täglich die Erinnerung wach zu halten. Wie halten Sie es mit Bestrafung? Wie geht das? Das bringt Ihnen gar nichts, eine Bestrafung. Da, wenn Sie in, klar kommt man in manchen Dingen nicht umhin, wenn was ganz offensichtlich missachtet oder nicht eingehalten wurde, dass Sie auch einem Mitarbeiter sagen, so geht's nicht, bis hin zu einer Abmahnung. Aber in der Fläche erreichen Sie mit Bestrafung nichts. Also wir sehen unser Heil eher in der Motivation von Leuten. Also wir versuchen, sie mitzunehmen und zu motivieren und ihnen klarzumachen, wo der Hintergrund ist und warum das so wichtig ist. Und Bestrafung, Restriktion, das löst immer negative Gefühle aus und führt in der Regel eher dazu, dass so nach dem Motto so eine Abwehrhaltung da ist. Das ist das Herrliche, Herr von Hofen, in einem Krankenhaus. Nirgends haben Sie das so einfach. Im Prinzip, jeder Mitarbeiter ist froh, wenn er Erfolgserlebnisse hat. Und das schönste Erfolgserlebnis ist ein Patient, der gesund nach Hause kommt. Und jetzt müssen wir nur schaffen, allen klarzumachen, wenn sie sich hier gut einbringen, gut verhalten, dann bringen sie das Erfolgserlebnis für sich selber auch mit nach Hause. Dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle ganz viele Erfolgserlebnisse und dass alle das genauso sehen wie Sie. Und dann können wir das mit der Hygiene vielleicht besser in den Griff kriegen. Liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Das war das Stadtgespräch mit Jörg van Hofen.